Super-Ski-Fahrer. Die Nummer 1, Marc Odermatt. Nach ihm dann die Nummer 2, Alexander Omotkin. Hey, Marco! Gerade beim Odermatt werden wir jetzt nicht viel Kurven sehen, die nicht in den Hockey werden gehen. Er wird alles probieren, in den Hockey durchzuziehen. Sprung. Und da die Stecke rein, genau. Ach, da schon sehr sauber gewesen, genau. Wie wirkt sich das aus? Es wirkt sehr gut aus. Was? Das sind fast 4/10 Vorsprung. Da oben waren alle mehr oder weniger gleich schnell und Odermatt legt da gleich mal eine neue Dimension hin. Ist jetzt auch gerade das Doppeltor in Position durchgefahren. Hat man bis jetzt auch noch nicht so gesehen. Das ist nicht erst aus der Hockey, nur leicht bei den Wellen schnell. Ja, das ist schon ein Wahnsinn. Es ist halt schon das ultimative Selbstvertrauen, das mitfährt bei ihm. Nach so vielen Erfolgen, gerade in dieser Disziplin. Alles zusammen. Selbstvertrauen, Material, es passt einfach haargenau wie ich. Es lässt ein bisschen Lachen treiben da. Oh, ja, schau, da ist die Hälfte des Vorsprungs weg. Jetzt hat es noch ein bisschen Lachen treiben gehabt. Unten wird es heller. Schon drückt die Sonne ein bisschen neben dem Langhofel durch hier. Tempo, nicht eines der schnellsten gemessenen. Odermatt oben, brillant. Korrekturschwung hier, am Ende nicht die Führung. Odermatt eine Hundertstel hinter Hemetsberger. Ja, Ausfahrtschaslat. Hat gestern schon nicht so funktioniert. Ja, und dann ist so. Es war eine starke Fahrt, keine Frage. Es war in der ersten Hälfte dominant und am Ende ist er vor Odermatt.